Hallo meine Freunde, willkommen zurück. Wieder erwarten habe ich es hier rüber geschafft mit dem Fliegen. Und zwar schon im vierten oder fünften Versuch. Das war jetzt... Und hier ist wieder so ein Haufen Gesocks drin. Alles klar. Und gleich wird man hier wieder so richtig, richtig gut begrüßt. Oh, haut ab! Jetzt wird er so aufgeblasen hier. Gut, alles klar. Ich nehme eure Häufchen nämlich mit. So, jetzt muss ich überhaupt mal reingucken, was ich alles wieder rausschmeißen kann. Auf alle Fälle kann ich hier die Steine kann ich rausschmeißen, löschen. Die Federn kann ich auch rausschmeißen. Rott kann ich rausschmeißen, die Knochen können wir rausschmeißen, die Tücher können wir rausschmeißen. Was haben wir denn hier noch von Ding? Ein finsterer Halbmond-Magierstab. Mhm, na den behalten wir mal. Den Schädel behalten wir mal. Was haben wir hier? Ach, das ist diese Eisschutzlotion. Die behalten wir auch. Aber hier oben die Knochen können wir rausschmeißen. Löschen, da haben wir schon genug. Die Bandagen haue ich jetzt auch raus. Löschen. Natürlich lieber das Zeug mal hier hoch. Salz kann ich eigentlich auch rausschmeißen. So, die Rollen, die behalten wir dabei. Die Handschuhe behalten wir dabei. Na gut, da haben wir jetzt noch 8, 16, 19 Slots offen. Alles klar. Das dürfte doch irgendwann mal reichen hier. So, hier haben wir noch so ein Häufchen. Nehmen wir mit. Und da hinten sind wieder noch welche. Komm, macht euch platt hier. Ich muss erstmal wieder meine Kollegen schmeißen hier. Na komm. Habe ich die überhaupt geschmissen? Ah ja, hier ist einer von mir. Ah, hier uns hat sich noch immer verkrochen oder was? Kommst du runter? Barriere gehoben. Aufgehoben, alles klar. Hier ist der Mutter so einer, das können wir da auch wieder kurz einen kleinen Hallen, das Ding hier. Weg ist es, gut. So, das wird hier hinten und... Wo ist die Barriere gewesen? Wir, von hier hinten sind wir... Ne, wo ist man jetzt so lang? Keine Ahnung. Ob, hier war die Barriere, alles klar, man sieht's. So, jetzt müssen wir dann auf. Hoffentlich müssen wir nicht schon wieder jetzt nochmal fliegen. Das ist nämlich nicht meine beste Übung. Jetzt müssen wir doch noch irgendwo, müsste doch jetzt hier weitergehen. Moment, habe ich jetzt hier irgendwo einen Haken übersehen? Dann auf müssen wir irgendwie, oder? Den Haken haben wir. Dann müssen wir mal hier weiterschalten. Jetzt doch nicht weiter. Was haben wir da jetzt hier übersehen? Nee, wir können doch nicht hier runter hüpfen. Nee, nee. Das kann es ja nicht sein. Hier ist ein Haken. Da hinten ist noch ein Haken, oder? Müssen wir dort rüber? Da müssen wir doch auch rüber fliegen können, oder? Ist mir klar, dass ich dort wieder abstürze. Alles klar. Also, wir wissen jetzt, wo wir hin müssen. Wir sehen uns drüben auf der anderen Seite wieder. So, meine Freunde. Ich habe es wieder mehrere Versuche gebraucht. Ich bin jetzt zwar nicht an den Haken lang, bin einfach mal geflogen. Ich habe das einfach mal mit Fliegen erledigt. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Also man muss ja nicht alles machen, was die hier einem so vorschreiben. Jetzt dort auf. Ich hoffe mal, dass wir jetzt mal langsam hier irgendwie zum Ende kommen von dem Ding hier, oder? Okay, hier sind noch zwei Sarkophage. Die machen wir erstmal auf. Alles klar.
So, den haben wir auch offen. Dann wollen wir mal gucken, wo es jetzt hier weitergeht. Hier ist ja wieder was zum Klettern, oder? Müssen wir jetzt dort rüber? Ich weiß ja gar nichts. Ich glaube, wir müssen jetzt hier rüberspringen, ne? Also, hier hoch, weiter, komm. Nee, hier rüber, komm, zack, zack, zack und hoch. Hoffentlich reicht die Ausdauer. Also, jetzt sind wir auf alle Fälle mal hier oben. Da hinten ist auf alle Fälle mal ein Speicherpunkt wieder. Das ist schon mal viel wert. Ja, aber ich habe das Handwerksrezept noch nicht gefunden. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber hier ist wieder eine schöne Werkbank. Da können wir erstmal wieder alles. Da können wir jetzt hier auch erstmal hier. Hier in diesen Krügen werde ich ja kein Werk, kein Rezept finden. Glaube ich nicht. Da findest du nichts. Aber hier, das lohnt sich fast gar nicht, hier das Zeug zu zerhauen. Du findest ja nicht viel. Jetzt können wir auch das Schwert verwenden, denn wir haben ja hier eine Werkbank. Die können wir ja wieder. Da findest du nichts hier. Dann gehen wir noch rein an die Werkbank. Jetzt eigentlich immer hier durchs Tor durchgehen, machen wir unser Werkzeug ganz und ich mache einen ganz kurzen Cut. Ich muss nämlich mal fix zu meinem, nicht aufs Toilette, sondern zu meinem 3D-Drucker. Der hat bestimmte Sachen für mich zu drucken. Kleinen Moment, ich komme gleich wieder. So, meine Freunde, es geht weiter. Läuft alles wie geschmiert. Manchmal passiert es nämlich, das klang nämlich so, als ob das Filament sich verknotet hat. Beziehungsweise, dass das dann nicht richtig von der Rolle abspult. Aber es läuft. Es läuft alles wie geplant. So, jetzt geht's hier weiter. So, wo sind wir denn jetzt? Keine Ahnung. Was soll ich denn jetzt mit dem E? Nee, du sollst nicht zumachen. Mach das off. Mach das off. Wir wollen das offen haben. Gut. So, was ist denn hier? Hier geht's wahrscheinlich wieder weiter. Wird gleich wieder, wir nehmen einen Hammer in der Hand. Jetzt machen wir das wieder alles mit dem Hammer hier. Ist da hinten irgendwas? Nee. Hier ist also wirklich viel also Loot, außer dass du aus dem Häufchen Zeug rauskriegst, ist hier nicht. Was will ich mit den Steckchen hier, die wir hier finden? Gut, ich schmeiß mal ein Irrlicht, damit wir mal was sehen. Das müsste doch jetzt hier weitergehen, oder? Machen wir mal das Schwert wieder dran, das ist mir lieber. Und jetzt müssen wir wohl schon wieder fliegen, oder was? Es sieht doch schon wieder fast danach aus. Als dass wir hier schon wieder eine Flugeinlage haben. Oder müssen wir da oben lang? Müssen wir dort hoch? Ich glaub's aber nicht. Wir können ja mal probieren, ob wir da oben weiterkommen. Aber ich glaube, hier oben ist es geht. Oh, wir versuchen es einfach mal. Nee, das geht nicht. Also müssen wir hier weiterfliegen. Oh. Komm, flieg! Oh nein, nein, nicht ins Miasma fallen. Oh ja, Gott. Finde einen Ausweg. Ja, ist er gestorben. Alles klar. Ihr kennt ja das Spielchen, meine Freunde. Ich tue euch das nicht. Ich mache nochmal mein Werkzeug. Ich weiß nicht, das müsste ja eigentlich noch ganz sein. Aber lieber einmal mehr repariert wie einmal zu wenig. 68 Meter, da ist unser. Naja, ist klar, wo wir abgesprungen sind. Nochmal ein Irrlicht werfen. Wir haben bloß noch 8. Und ich nehme erstmal einen Trank zu mir. Ich könnte ja auch mal was frühstücken, oder? Ich könnte ja auch mal was essen. Ich habe die ganze Zeit noch nichts gegessen wieder. 7 und noch ein paar Eier rein.
Eier tun der Mami gut, wisst ihr ja. So. Komm, wir wechseln Altes. Wir wechseln wieder um die Waffen. Nimm dein schönes, glänzendes, goldenes Schwert. Also da oben können wir gar nichts machen. Also müssen wir dann doch hier hinterfliegen. Naja, ich versuche mein Bestes. Einen Versuch wage ich noch. Und dann mache ich wieder einen Cut, wenn das ja nichts wird. Na, hier ist ja nichts weiter. Links und rechts ist nichts weiter. Sieht nicht danach aus. Also hüpfen wir nochmal los. Halt. Halt, flieg. Flieg, mein Freund. Jetzt haben wir erstmal eine Zwischenlandung. Eine Zwischenlandung gemacht. Gut. Mal sehen, ob wir da. Wir müssen auf alle Fälle hier lang bleiben. Oh nein, 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 nein. Hoch, 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 flieg weiter. Nein, ist er wieder gestürzt. Ach ja, alles klar, meine Freunde. Ihr wisst, was jetzt passiert. Ich mache hier einen Cut. Das kann ich euch nicht zumuten hier, meine. Wer weiß, wie oft ich da jetzt. Da hinten ist doch ein Schalter. Was ist denn das für ein Schalter? Müssen wir ihn da freischalten? Seht ihr den hier hinten? Den habe ich vorhin gar nicht beachtet. Ich habe schon mal ihn auf der anderen Seite betätigt. Waren wir hier schon? Müssen wir ja gewesen sein. Oder? Da hinten ist das Buch, Leute. Wir haben das Buch gefunden. Wir schießen erst auf den Schalter, wenn wir das Buch haben. Nicht, dass die Tür zugeht oder irgendwas. Wir haben unser Rezept gefunden. Lesen. Versteckt. Wenn Mutter hier wäre, würde sie Kronleuchter aufhängen. Kerzen in jede Ecke stellen. Die alten Bücher abstauben und mir eine Geschichte vorlesen. Ihre warme, melodische Stimme würde den Raum wie eine Flut von Kerzenlicht erfüllen. Ich könnte ihr stundenlang zuhören, eingekuschelt in ihrer handgewebten Orangenfarben mit Safran gefärbten Decken. Ich würde einen Schluck von meinem gesüßten Kamillentee nehmen und getrost in das Reich der Träume gleiten. Aber Mutter ist nicht hier. Die Dunkelheit ist mein neues Zuhause. Gut, alles klar. Leider. Mutter ist nicht da. So, 260 Meter ist unser Todespunkt. Ne, nicht einen Pfeilebuch nehmen. Nimm dir deinen Hammer und mach das immer mit dem Hammer. Und ein Irrlicht werfen wir uns auch nochmal. Halt. 5. Jawohl. So. Zerlegen wir mal das hier. Mal sehen, ob wir hier doch mal was finden. Keine Ahnung, was diese kleinen leuchtenden Punkte sind. Jetzt habe ich immer noch nicht rausgefunden, was das für Punkte sind. Der Sarkophag ist auch leer. Könnt ihr mir ja mal gern in die Kommentare schreiben. Ich habe da schon mal danach gefragt, ob ihr das wisst, was das für kleine leuchtende grüne Punkte sind. So, jetzt betätigen wir mal den Schalter hier oben. Werden wir mal drauf schießen. Mal sehen, was dann passiert. Ob der von bewandt. Umsonst ist der Schalter ja nicht da. Umsonst ist der Schalter. Hier ist noch ein Salterpark. Den nehmen wir noch mit. Ein Trank. Nee, was war das? Irgendein Eisbolzen oder sowas. Hier nochmal ein Blitzstrom. Nehmen wir mit. Auch wenn wir damit selten arbeiten, aber wir nehmen den mit. Ja, ihr hört mich schon gehen. Ich sitze nämlich jetzt schon fast 3 Stunden hier an diesem Spiel. Bei euch sind es noch nicht mal 1,5 Stunden. Diese viele Fliegerei, die macht mich fertig. Ja. Na komm, noch ein Stück her. Na. Was ist denn das für ein Schalter? Ach, den Schalter, den ich geschossen habe, ist bestimmt für dieses Tür gewesen. Alles klar. Denn das ist ja kein Schalter. Das ist ja ein Signal, dass es freigeschalten ist. Gut, jetzt zurück hier. Und hier rüber. Los, komm. So.
Hier ist noch ein Sarkophag, den machen wir auch noch auf. Und schon machen wir alle auf. Knochenstrom 2. Mitnehmen. Hier ist noch einer. Eisenpfeil. Nehmen wir mit. Egal, 7 Eisenpfeile nehmen wir mit. So, ist hier irgendwas? Hier ist nichts. Hier sind wir hochgekommen. Alles klar. Wir gehen wieder hinter zu unserem Lichtel. Unter Speicherstelle. Ist klar, von dort aus müssen wir jetzt wieder unsere Fluchversuche machen. Ich gehe noch mal in die Werkbank. Sicher ist sicher. So. Zu unserem Todespunkt, den haben wir ja hier, wo wir weggesprungen sind. So, ich werde dann jetzt noch mal einen Cut machen und werde versuchen, hier irgendwie hier durchzukommen. Das ist nicht meine Glanzdisziplin, das Fliegen. Also bin ich ehrlich und muss ich wirklich ehrlich sagen, das ist nichts. Keine Glanzdisziplin von mir. Alles klar. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Gut, meine Freunde, wie viele Versuchen habe ich es jetzt geschafft, dass ich hier durch dieses Labyrinth durchgeflogen bin. Ich bin bestimmt 8, 9 Mal abgestürzt. Ja, ich habe jetzt über eine Dreiviertelstunde gebraucht, um hier hinter zu kommen. Also, ist schon heftig. Ist schon heftig, muss ich sagen. Ist schon heftig. Gut, jetzt sind wir auf alle Fälle wieder hier hinten, hier irgendwo. Ich hoffe, dass das nun jetzt endlich vielleicht mal zu Ende ist. Wir haben auf alle Fälle, ins Wichtige, wir haben unser Rezept haben wir gefunden. Das ist schon mal wichtig. Jetzt zerlege ich den Tisch hier. Es ist aber auch nichts weiter hier. Eine Werkbank haben wir, die haben wir. Naja, gut. Da können wir schon nochmal unser Werkzeug aufleisten. Das nehmen wir mit, komm, nimm den Klotz mit hier. Was haben wir denn hier noch? Auch nichts weiter. Das ist noch ein Buch, dann hätte das wohl bloß ein Buch. Ein altes Buch war das bloß. So, hier haben wir auch noch ein paar. Aber da ist da nichts drin in den Dingern. Gott, also Spinn ist da nichts drin. Gott, alles klar. Gott. Und was ist hier? Hier ist ein Getränk. Das können wir aber auch nicht mitnehmen, wie es aussieht. Gott. So, jetzt gehen wir mal unsere Werkzeuge, unsere Waffen noch mal ganz machen. Ich weiß nicht. Gut, alle Gegenstände repariert. Und jetzt müssen wir auf alle Fälle hier durch. Sehen wir mal da, ach, da geht's doch weiter mit Miasma oder was. Und müssen wir wieder fliegen oder was? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was ist denn das hier? Ist hier irgendwas Besonderes? Nee. Nix. Ich habe gedacht, da ist was Besonderes. Hammer. Sind noch keine Sarkophage da, die dazu sind, ne? Ich muss erstmal wieder mein Mikro ein bisschen hier in der richtigen Richtung rücken. Dadurch, dass ich hier Flugversuche hatte, habe ich das ein bisschen zur Seite gerückt. Gut, alles klar. Gut. Da drüben ist noch was, aber da ist auch nichts drin. Das ist eigentlich sinnlos, dass du jetzt hier anfängst. Das Zeug, bis auf ein paar Knochen. Na, die Knochen kann man auch sein lassen. Die brauche ich nicht. So, jetzt geht es auf alle Fälle hier irgendwie weiter. Hier ist ein Haken. Hier, na, dass wir jetzt mal langsam ans Ende kommen hier, oder? So. Jetzt sind wir im Miasma. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Hier hoch? Hier lang? Oh, das sieht noch ganz nach einer Arena aus hier. Das sieht mir ganz nach einer Arena aus. Da haben wir doch bestimmt wieder zu kämpfen, wie verrückt. Und hier kommen Stacheln raus, denke ich mir, oder? Nö, eigentlich nicht.
Das ist kein Stachelgrund. Hier oben können wir bestimmt noch nicht durch, oder? Da sind dann bestimmt unsere Gegner drin. Geht nicht auf, alles klar. Müssen wir erst mal hier die Kollegen platt machen. Na kommt her, kommt. Naja, die machen schon ein bisschen Damage, die Dinger. Die töten Köpfe hier. Gott, jawohl, die helfen mir schon ein bisschen. Die sind erstmal weg. Da drüben ist bestimmt, da kommen bestimmt zwei seine Gegner raus, oder? Da kommen bestimmt zwei seine komischen Kerle raus. Mal gucken, ob man den schon auf. Oh! Ach, da wusste ich's, dass da zwei rauskommen. Und ein ganzer Sack voll von den anderen noch dazu. Wow. Und schon sind wir gefallen, alles klar. Alles klar. Das wird jetzt ein Spaß. Dahinter müssen wir. Das wird jetzt ein Spaß. Da muss ich mir was einfallen lassen, wie wir uns, wie wir das am besten hinkriegen. Mit Pfeil und Bogen. Sind die noch da? Die Kollegen, die sind ja noch da. Ich bin doch nicht blöd, wo ist er denn? Muss man sich den offenen Kampf den großen Kerlen stellen? Nee. Oder? Meine Frau hat gerade hingesagt, ich glaube ja, aber muss ich nicht, denn ich treffe sie doch und das wird immer weniger bei denen. Da wird nachher gleich umfallen, denke ich mir. Weil ich habe gesagt, ihr habt ja gehört, muss man sich den großen Kerlen auf den Kampf stellen? Ich glaub's nicht. Und der erste ist platt. Also. Warum soll ich mich denn hier unter drüben... Halt! Jetzt bleibt man hier oben. Und da drüben ist nämlich der Nächste. Den haben wir nämlich auch schon ein paar Mal getroffen gehabt. Jetzt erstmal hier die Viecher wegmachen. Und er ist wieder da, er steht wieder. Da gehen wir mal weiter nach hier. Nee, warte. Hier.
Jetzt da, da gängelt nämlich auch dort rum. Guck an hier. Ja, wir treffen den. Der ist auch so dumm und bleibt auch noch stehen. Und jedes Mal um die Ecke rum schießen wir selbst. Wir treffen den immer mal ein ganz kleines bisschen. Weil der sich dort versteckt hinter den Säulen. Aber wir schießen ja halt fast um die Ecke. Und jetzt ist er gefallen. So, und jetzt können wir uns um die kleinen Kerle hier kümmern. Jetzt können wir uns um die Zwehe kümmern hier, um diese Spinner hier. Die sind ein bisschen... Die sind nicht so unberechenbar wie die Großen. Da wirkt ja auch unsere Kampfheilung, die kriegen wir schon weg. So, seht ihr das hier? Hier oben liegt er und stinkt. Sorry, aber ist so. Jetzt liegt er hier und stinkt. Es kommen zwar noch welche von denen jetzt hier raus, aber die sollen uns weniger stören hier. Bei denen wirkt unsere Kampfheilung hier. Zack, wir haben schon wieder volles Leben. So, und jetzt müssen wir den auch nochmal plündern hier. Jetzt haben wir wieder den sein Schädel. Geht durchsuchen und wir nehmen alles mit. Ach, und der tut uns auch... Ist das auch gleichzeitig ein Barrierelüfter gewesen? Ja, wahrscheinlich. So, also. Wir gehen nochmal dort rüber, den zweiten, den tun wir uns auch noch. Wir laufen aber hier außen rum. Erstmal nehme ich jetzt hier meinen Todespunkt mit. Da müssten wir doch jetzt langsam aber sicher auch mal ans Ende von diesem Dungeon kommen, denke ich mir. Oder kommen da noch mehr solche Spinner? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nur auf das hier verlassen, was ich hier sehe. Komm, ihr zwei Knochengerippe. Da hinten krageln auch noch welche rum, aber die kriegen wir auch noch weg. Ah, hier sind noch ein paar Barrierelüfter dabei. Komm. Die haben wir weg. So, und jetzt müssen wir den noch auseinandernehmen hier. Na komm, kann ich den jetzt... Jetzt kann ich dich plündern. Die Barriere ist noch nicht gelüftet. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo es jetzt hier weitergeht. Ich glaube nicht, dass es hier hüben weitergeht. Was ist denn da drüben? Das ist gar nichts. Das sind bloß Lampen. So, wir schauen aber weiter. Jetzt müssen wir noch hier drüben, und hier drüben sind nämlich auch noch welche. Jetzt gucken wir da drüben noch mal rein, hier kommen auch noch welche gekragelt, hier. Ah ja, Gott, mein Schwert funktioniert noch. Solche Kollegen hier, die kriegen wir doch alle noch weg hier. Kommt hier und weg mit euch. Hier ist noch ein Barrierelüfter gewesen. Und da muss noch irgendwo einer sein. Die Barriere ist noch nicht gelüftet. Gar nicht.
Da müssen wir mal näher rangehen. Da hinten war doch noch so ein Viech. Nur also bloß aufpassen, nicht, dass wir hier ins Miasma stürzen. In die Lava stürzen. Das will ich nämlich nicht unbedingt. So, den haben wir runter. So, jetzt gehen wir mal hier hinten weiter. Hier oben müsste es jetzt weitergehen, wie es ausschaut. Aber ich gucke mal nochmal die großen Kackhaufen an hier. Die nehmen wir nochmal mit. Und da hinten liegen ja auch noch welche. Was haben wir denn überhaupt schon alles wieder drin? Oh, wir müssen aufpassen. Wir haben es langsam voll hier. Na gut, lassen wir die mal liegen. Dann lassen wir die mal liegen. Die haben doch Seelen meistens drin hier, oder? Jawohl, die nehmen wir natürlich mit. Von den Flatterdingern, von den liegenden Ungeheuern, den Hexen. So, Gott, jetzt müssten wir eigentlich hier weitergehen, denke ich mir. Irgendwo muss das jetzt hier weitergehen, da hinten. Die Barriere ist gelüftet, wie es aussieht. Hat zwar nichts da gestanden, aber wir müssten am Ziel sein hier, Leute. Das ist doch hier, oder? Sind wir am Ende? Was haben wir denn? Knochengeißel, Streitkolben, Stufe 25. Und hier ist doch der... Wir haben es geschafft, meine Freunde. Hier ist der Teleporter. Haben wir hier noch was zu finden? Ne, sieht nicht danach. Komm, hier. Jetzt halten wir uns ja nicht länger auf. Jetzt verschwinden wir hier. Wir haben diesen vierten Dungeon geschafft, wenn auch mit... Naja, mit viel... Überstunden. So. Das ist doch hier der Ausgang, oder? Im Miasma, jawohl, das ist noch im Miasma. Kommen wir jetzt hier raus, ja. Das ist der Ausgang, oder? Das ist der Ausgang, Leute. Wir haben das Ding geschafft. Wir haben das Ding geschafft. Oh komm, Nüne, spinnt jetzt nicht noch rum hier auf den letzten Meter. Ihr Blöden. Die kommen auch noch mal rausgekrochen. Also können wir auch noch mal die Krüche hier platt machen. Was ist denn da hinten? Ist da hinten noch ein Sarkophag? Ja, hier ist noch ein Sarkophag, den wir gar nicht mitgenommen haben. Den machen wir auch noch auf. Gut, das ist noch mal ein... eine Eisschutzlotion. Müssen wir auf der anderen Seite auch mal gucken. Du könntest sein, dass da auch noch einer steht. Und dann verschwinden wir hier. Hier ist auch noch einer. Ist der offen? Ne, der ist schon offen. Der ist schon geplündert. Da waren die Grabräuber schon unterwegs. So, alles klar. Also, wir haben diesen Dungeon erledigt. So, müssen wir mal sehen, was da jetzt passiert. Hier ist außer Spinnen nichts drin. So, da können wir uns jetzt nach Hause teleportieren, Leute. Machen wir die Schnellreise nach Hause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mal sehen, was da noch auf uns zukommt. Auf alle Fälle haben wir jetzt erstmal das erledigt. Geh auf. Komm, wir wollen das Tageslicht wiedersehen. Muss ich jetzt zurückgehen? Wieso geht die jetzt nicht auf? Doch, jetzt! Oh, ich habe schon gedacht, wir sind ja für immer und ewig eingeschlossen. Alles klar, meine Freunde. Das soll es gewesen sein. Ich reise jetzt nach Hause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tut mir leid, dass ihr meine Flugkünste nicht so verfolgen konntet, aber da wäre ich jetzt bei Folge 8 vom vierten Dungeon. Alles klar, ich hoffe, ihr seht mir das nach. Das wollte ich euch nicht zumuten. Alles klar, ich sage dann mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.